Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Wladimir Simonow mit mir, Wladimir Simonow. Und zwar heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Wer soll denn an dich glauben, wenn du selbst nicht an dich glaubst? Ja? Ich meine, das ganze Thema Selbstvertrauen hat mega viel mit Finanzberatung zu tun. Du musst ja erstmal grundsätzlich als Kunde musst du dran glauben, als Beispiel, dass eine Voranlage dein Geld vermehrt, dass ein Investment in Immobilien eine sichere Sache ist, dass wenn du durch eine Versicherung dein Vermögen aufbaust, dass das auch funktioniert. Ja? Das heißt, grundsätzlich muss der Kunde ja an die Lösung glauben, die du anbietest. Ja? Und gleichzeitig musst du auch selbst an dich glauben, an die Lösung, damit du das auch verkaufen kannst. Ja? Weil wenn du jetzt zum Beispiel nicht daran glaubst, dass du dem Kunden die Ergebnisse liefern kannst, dann wirst du die Ergebnisse auch nicht liefern. Ja? So. Kannst du mir folgen? Verstehst du, was ich meine? Wenn du selber fachlich unsicher bist, wenn du selber unsicher bist wegen deinem Endprodukt, wenn du unsicher bist wegen deinem zum Beispiel Vertrieb oder Produktpartner, ja, dann wirst du es nicht schaffen, den Kunden wirklich zu überzeugen davon, dass du die richtige Wahl bist. Und deswegen musst du am Anfang halt eben so daran arbeiten, dein Selbstvertrauen, dein Vertrauen in dich selbst auf ein bestimmtes Level zu heben, genauso das Vertrauen in deinen Produktpartner, in deinen Vertrieb auf ein bestimmtes Level zu heben, dass du mit breiter Brust sagen kannst, jawohl, da gibt es keine andere bessere Lösung für den Kunden. So. Und wenn du das schaffst, dann fällt dir auch das viel, viel leichter zu verkaufen. Doch es gibt dafür halt einige Barrieren. Ja, die erste Barriere ist zum Beispiel fachliche Art. Ja? Die kannst du sehr einfach lösen, indem du dich einfach fachlich fortbildest. Da kannst du innerhalb von ein, zwei Wochen kannst du dich auf ein fachlich sehr geiles Level bei einem oder zwei Sparten bringen, dass dir niemand mehr was vormachen kann. Ja? Nummer zwei muss dir bewusst sein, dass grundsätzlich, wenn der Kunde gar keine Lösung hat, ist er immer schlechter gestellt, wenn er jetzt zum Beispiel auch die Lösung von dir bekommt, die nicht perfekt ist. Du kannst übrigens grundsätzlich vergessen, dass es perfekte Lösungen gibt, weil die gibt es nicht. Wenn wir in 30 Jahren, in 20 Jahren, in 10 Jahren nochmal zurückschauen würden, was du heute dem Kunden verkauft hast, es wird in 10, 20, 30 Jahren rückblickend betrachtet, immer irgendwas geben, was besser gelaufen ist, was besser performt hat. Ein Fonds, der besser gelaufen ist, ein Tarif, der besser performt hat. Von mir aus irgendwie, wenn der Kunde schon irgendwelche Schadenfälle oder sonstiges hatte, bei egal welcher Versicherung oder egal welchem Tarif, es wird immer irgendwas geben, was wahrscheinlich besser gepasst hätte. Aber du musst dich immer fragen, und das ist auch so ein Teil von dem Selbstvertrauen, wäre der Kunde tatsächlich, oder wird der Kunde tatsächlich in 10, 20, 30 Jahren ohne dich schlechter gestellt gewesen sein? Und die Antwort ist natürlich nein. Dann muss ich mir Folgendes vorstellen, wenn der Kunde heute nicht bei dir kauft, selbst wenn es der zweite, dritte oder fünfte beste Tarif der Welt ist, wenn du fachlich selbst von dem Tarif nicht 100% überzeugt bist, aber du vermittelst ihn trotzdem, dann ist doch der Kunde in wahrscheinlich 95% der Fälle besser aufgehoben, wie wenn er den Tarif nicht abgeschlossen hätte. Weil er hat hier wenigstens Anspruch auf irgendeine Leistung. Wenn er keine, wenn er keine Leistung abschließt, so, wenn er keinen Vertrag abschließt, hat er auch keinen Anspruch auf irgendeine Leistung. Als Beispiel, du hast jetzt ihm heute eine Rentenversicherung verkauft, eine Vorrente. So, die Vorrente, die performt vielleicht nicht so gut wie ein ETF, den der Kunde sich hätte selbst kaufen können. So, wenn wir jetzt in 30 Jahren Rückschau machen, dann kann es sein, dass wir die geringere Kostenstruktur der ETF insgesamt mehr Geld abgeworfen hätte, wie die Rentenversicherung mit Vorlage, die du ihm verkauft hast. Ja? Es kann aber auch sein, dass irgendwas ganz anderes, wie zum Beispiel Bitcoins oder, keine Ahnung, vermietete Immobilien auf Mallorca als Assetklasse besser performt haben, als das, was du heute anbieten würdest und angeboten hättest. Das weiß man erst in 30, 40 Jahren. Aber was ich ganz genau weiß, ist, der Kunde ohne dich hätte viel weniger Geld auf dem Konto insgesamt, weil er sich nie zu irgendwas entschieden hätte. Ohne dich als Finanzberater, Vermögensberater, Finanzdienstleister
hätte der Kunde niemals irgendwas abgeschlossen, weil die Trägheit ist einfach viel zu hoch bei ihm. So. Auch wenn er weiß, dass etwas das Richtige sein könnte. Zum Beispiel, es ist wirklich vollkommen hirnlos, irgendwelche ETFs zu nehmen und die durchzusparen. Also da braucht man ja irgendwie jetzt nicht irgendwie eine Kuh zu haben von 200 Basispunkten und irgendwie irgendwelche Börsenseminare bei Warren Buffett besucht haben oder André Costolani irgendwie durchgelesen haben, sein Lebenswerk. Ja? So. Nein, da reicht einfach, dass man sich ein bisschen informiert und dann irgendwie in die ETFs spart. Ob das dann auf 20, 30, 40 Jahre eine richtige Lösung ist, was weiß ich. Aber diese Entscheidung zu fällen und durchzuziehen, das erfordert keinerlei Gehirn. Aber die meisten Menschen tun das trotzdem nicht. Weil ihnen irgendwelche fachlichen Informationen fehlen, weil die Trägheit so groß ist, weil die irgendwo noch eine Frage haben, weil die noch wegen irgendwas unsicher sind, weil die irgendwie sagen, ja, brauche ich das überhaupt, brauche ich später Geld? Ja, natürlich. Ja, wenn ich heute Geld habe, dann brauche ich später natürlich gar kein Geld. Ja, stimmt. Logisch. Ja, so. Und ein bestes Argument, ich weiß ja nicht, ob ich heute schon mit Altersvorsorge starten soll. Vielleicht ein paar Jahre später wird es besser. Ja, Mann, wenn du einmal verstanden hast, wie Investment, wie Geldanlage funktioniert, dann weißt du, man kann nicht früh genug starten. So, spielt auch gar keine Rolle, wann. Hauptsache früh genug. Hauptsache, wenn du jetzt das hörst, und du bist jetzt zum Beispiel kein Finanzdienstleister, und du bist auch Finanzdienstleister und du hörst das, fang sofort an zu sparen. Spielt gar keine Rolle, keine große Rolle, was. Aber fang irgendwas an zu sparen. Was ist denn das schlechteste Geldanlage der Welt? Mit dem Kopfkissen als Beispiel. Ja? So. Selbst mit dem Kopfkissen, wenn du das ganze Geld in dein Kopfkissen stopfst jeden Monat, wirst du am Ende der Laufzeit von 10, 20, 30 Jahren mehr haben, wie wenn du nie mit dem Sparen angefangen hättest. So. Und der Kunde braucht manchmal diesen Zwang. Ich war ja auch früher als Versicherungsmakler großer Fan, dass ich dem Kunden die Wahl lasse und ich richte ihm Depot ein und er hat irgendwie einen Sparplan mit ETFs, mit sonstigem, er hat dafür Honorar verlangt und so weiter. Aber es hat dem Kunden bei seinen Problemen, bei seinen Herausforderungen einfach nicht geholfen. Und zwar warum? Der hat im Endeffekt nie damit angefangen. Oder bei der ersten Hürde, bei dem ersten Mal, wo er Geld gebraucht hätte, hat er sofort das Depot aufgelöst. Ich habe so viele Diskussionen mit Kunden geführt, so warum sie jetzt ein Depot auflösen. Er hat gesagt, ja, ich brauche jetzt eine neue Waschmaschine, ich brauche jetzt ein neues Auto, ich habe hier jetzt ein paar tausend Gewinn, kann ich jetzt auflösen. So. Hey, so funktioniert Investment nicht, so funktioniert nicht nachhaltige, langfristige Vermögensanlage, Rente, Altersvorsorge. Das funktioniert so nicht. Und dann bin ich irgendwann übergegangen, dem Anlagen zu vermitteln, die weniger flexibel sind. Weißt du, selbst so ein Einfamilienhaus am Arsch der Welt ist eine gute Finanzanlage. Warum? Wegen dem Sparzwang. Wenn du dir so ein Ding, so eine Hütte am Arsch der Welt kaufst, du bist gezwungen, die nächsten 30, 40, 50 Jahre durchzusparen, um das Ding abzubezahlen. Die Bank lässt sich da nicht raus. Du kannst nicht irgendwie so mit einer Woche Kündigungsfrist, kannst du nicht deinen Lieferer kündigen und sagen, Bank, nimm jetzt mal das Objekt, mein Arsch, Einfamilienhaus am Dorf, so, nimm das mal wieder zurück, ich gehe wieder irgendwo anders und miete mir irgendwo eine Wohnung. Das geht gar nicht, das funktioniert nicht. So. Und deswegen haben die Leute zum Beispiel, die ein Einfamilien haben, vielleicht keine starke finanzielle Entscheidung getroffen, keine kluge finanzielle Entscheidung getroffen und sich ein Einfamilienhaus an die Macke gebunden, aber die haben im Schnitt mehr Vermögen als die meisten Menschen in Deutschland, weil die so einen Sparzwang haben. Die haben Spar- und Tilgungszwang von ihrer Immobilie. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass ein gewisser Zwang bei Geldanlage dazugehört, wo die Leute nicht mit hier 24 Stunden Frist aus ihrer Anlage rauskommen. So. Das ist aber eine Sache, die weißt du erst ein paar Jahre später, wenn du nicht nur die fachliche Information hast, sondern auch die Information über die Menschen, über die Psychologie des Menschen, wie er funktioniert. Ja? Und glaub mir, mit Zwang funktioniert das meiste einfach besser. So, mit gewissen Zwang. So, und deswegen musst du auch von dir selbst und von der Lösung überzeugt sein. Und jetzt habe ich dir gerade in dieser quasi kostenlosen Mastermind-Schulung habe ich dir geholfen, viele Glaubenssätze abzulegen, warum du jetzt den Kunden keine Vermögensanlage anbieten solltest auf Rentenbasis, warum du keine Riester-Rente verkaufen solltest, warum du keine Voranlage verkaufen solltest und auch warum du keine ETFs verkaufen solltest. Das sind alles Glaubenssätze, die kannst du jetzt lösen. So. Und wenn du dir selber sicher bist, wenn du selber an dich glaubst und so weiter, ja, so, dann
kannst du jetzt endlich im Endeffekt auch andere Leute überzeugen. Du kannst aber niemanden überzeugen von deinen Produkten, wenn du selber nicht dran glaubst. Es gibt auch genug Leute, die glauben nicht an die Lebensversicherung, die glauben nicht an die Krankenversicherung. Das Einzige, woran die glauben, sind die Sachversicherung, da verkaufen die nur Sach. Aber dir muss klar sein, du lässt den Kunden mit dem Stich. Weil private Krankenversicherung ist eine wichtige Sparte, Vermögensanlage, Altersvorsorge ist eine wichtige Sparte. Mit Immobilien kann man gut Vermögen aufbauen. Ja. So. Aber das alles erfordert, dass du selber davon überzeugt bist, was du hier tust und selber imstande bist, auch tatsächlich das umzusetzen. Ja. Und wenn irgendwelche Unsicherheiten sind, wenn du von dir selbst nicht überzeugt bist, wirst du auch nicht verkaufen können. Und wie geben dir diese Sicherheit? Ja, durch das Coaching bekommst du nicht nur die fachliche Sicherheit, sondern auch die innere Sicherheit, das Selbstbewusstsein, um endlich durchzuziehen, um endlich zum Beispiel mit dem Kunden zu kämpfen, um seine Einwände zu lösen, um seine Vorwände zu ignorieren, um im Endeffekt die Beschwerden im Endeffekt auch zu ignorieren, die er vorbringt, damit er am Ende des Tages eine geile Lösung hat und am Ende des Tages auch perfekt vorbereitet ist, wenn irgendwelche Unwägbarkeiten in seinem Leben passieren, wenn er mal wirklich krank wird und Berufsunfähigkeit braucht, wenn er wirklich mal alt wird und Altersvorsorge braucht. Ja? So. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass er alt wird, überwiegt aktuell alles. Wenn nicht jetzt irgendwie noch eine krassere Seuche kommt oder ein Krieg, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei über 90%, dass du da Rente erlebst. Wahrscheinlich bei über 98%, wenn man es alles richtig hochrechnet. Ja? So, weil mir jetzt schon hier alt genug ist, das Video zu schauen, da hat schon die Kindersterblichkeit überholt. Ja. So, wahrscheinlich ist dann 98%ige Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt hier zwischen Mitte 20 und Mitte 30 bist, dass du in Rente gehst, ja, so, und nicht tot bist, bis zum Beginn. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit überwiegt und du musst halt dafür auch die richtigen Schritte gehen in deinem Geschäft, wie auch um deine Kunden zu überzeugen. So. Und ohne eigene innere Überzeugung kannst du halt niemand anderen überzeugen. Das geht aber nicht. Und deswegen bist du auch aktuell so ein schlechter Verkäufer. So, weil du nicht selbst von dir oder von den Lösungen, von deiner Gesellschaft überzeugt bist. So. Und lass uns die ganze Geschichte lösen. Lass uns an den Grund des Problems gehen. Lass uns das bei der Wurzel bekämpfen, warum du also ein geringes Selbstbewusstsein hast. Ist es etwas, was deine Eltern gesagt haben? Ist es etwas, was deine Lehrer gesagt haben? Ist es etwas, was deine Freundin, Frau gesagt hat? Oder deine Bekannten, Verwandten, Freunde? Ich weiß es nicht. So. Aber wir werden das finden. Wir werden diesen Glaubenssatz, diese Blockade finden und die auflösen, damit du von dir selbst überzeugt andere Leute auch überzeugen kannst mit deiner Persönlichkeit. Weil am Ende des Tages kauft der Kunde bei dir. Der kauft nicht bei Allianz, DVAG, LVM, ja, so kauft er nicht. Der kauft am Ende von genau dir und er kauft deine Überzeugung von der Lösung. So. Und ich bin von meiner Lösung 100% überzeugt. So. Es gibt keinerlei Zweifel daran, dass ich jedem Finanzberater, Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler helfen kann, egal wie er ist, egal was er macht, egal wie viel Umsatz er macht. Weil durch die Lösungen, durch die Prozesse, durch das alles, was wir tun, kann es nicht anders sein, dass du den Umsatz steigerst. Das geht gar nicht anders. So. Und wenn du zu mir in die Beratung kommst, unter www.vladimir-simonov.de/termin, dann wirst du keine Situation haben, auf die ich keine Antwort weiß. Es wird nicht passieren, es kann nicht vorkommen. Es wird kein Problem geben, keine Herausforderung, auf die ich keine Antwort weiß. Und du musst sie aber nur umsetzen. So. Wir sind 50-50 im Coaching. Du setzt die Ratschläge um, die du mit mir gemeinsam besprichst, erarbeitest die Lösungen, die du bearbeitest. Ich werde in einem anderen Video über die Schnelligkeit der Umsetzung sprechen, weil das ist im Endeffekt auch die Kennzahl in einem Unternehmen, die dich am sichersten nach vorne bringt. Aber je nachdem, wo du stehst, wir können es mega schnell mit dir umsetzen. Und ich weiß, egal wo du stehst, dass ich dir helfen kann, sofern du Finanzdienstleister bist, seriöser Finanzberater, da weiß ich, dass ich dir 1000% helfen kann. Da gibt es keine andere Lösung am Markt. Es gibt niemand anderes am Markt, der es kann, genauso geil wie ich. Funktioniert nicht. Ja? So. Von daher kommt bei mir in die Beratung und tank ein bisschen Selbstvertrauen, tank ein bisschen Mindset.
Und geh einfach mit einem anderen Mindset raus, geh einfach mit einem anderen, sag ich mal, Selbstständigkeit raus, überzeug deine Kunden und hilf ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen gegen Altersarmut, gegen jetzt aktuelle Armut, weil keine Berufsfähigkeit besteht, gegen falsche Verträge, die sie irgendwo anders gekauft haben, denen du Abhilfe schaffen kannst durch richtig geile Lösungen, die du ihnen verkaufst. Und schau mal, wenn du 100% von ihnen überzeugt bist, dann gehört es auch dazu, dass du dem Kunden auch sagst, hör mal, ich werde dir, wenn irgendwas besser wäre, als es bei mir der Fall wäre, werde ich dir das auch sagen. Und wir werden nur die Sachen abändern, die halt negativ für dich sind, die nicht gut performen. Und auch das musst du machen. Du musst auch moralisch gefestigt sein. Du musst allein deswegen einen hohen Umsatz machen oder den Umsatz erhöhen, damit du moralisch gefestigter bist, falls solche, sag ich mal, Sachen auf dich einstürmen, wo du vielleicht mal irgendwas mauscheln könntest und dadurch mehr gewinnen könntest oder mehr Umsatz machen könntest. Weil am Ende des Tages gewinnst du aber nicht, wenn du einen Kunden anlügst. Niemand gewinnt natürlich. So. Und ethisch, moralisch, sauber verkaufen mit dem nötigen Selbstbewusstsein, das ist erlernbar. Und das ist nichts Negatives, das ist nichts Verwerfliches. So. Also lass uns das starten. Und ich zeige dir ganz klar, wie es läuft. Klick auf den Link unter dem Video, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und wir zeigen dir, wie du mehr Selbstsicherheit, mehr Sicherheit in deinem Geschäft gelangst. Und wir helfen dir, von A nach B zu kommen, damit du deine ganzen unternehmerischen und privaten Träume erfüllst. Dein Wladimir Simonov, bis bald.